Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Christina Maywald, ich bin Entwicklungshelferin für Menschen im besten Alter, wobei bestes Alter jetzt einfach nur bedeutet, dass ich nicht mit Kiddies und Jugendlichen arbeiten möchte, sondern so, was weiß ich, 30 plus in etwa. Also bestes Alter ist je nachdem, was du als bestes Alter empfindest. Und ich arbeite vorwiegend mit Human Design, mit der Human Design Matrix. Das ist im Hintergrund auch die Ansicht von Human Design aus Sicht von 64 Keys. Das heißt, das ist irgendwie so die Basis für alles, was ich mache. Nebenbei baue ich mir noch ein Online-Business auf, beziehungsweise ein virtuelles Imperium mit einer Online-Plattform, die nennt sich Bilderall. Und hier und jetzt möchte ich dir einfach mal einen Überblick über meinen YouTube-Kanal geben. Das heißt, ich schalte mal um auf Bildschirmfreigabe, dass du den Kanal in der Gesamtansicht siehst. Okay, hier sind wir jetzt auf meinem YouTube-Kanal und hier siehst du die Ansicht, wenn Übersicht eingeschalten ist. Also du hast oben diese Leiste mit Übersicht, Videos, Shorts, Live, Playlists, Kanäle, Kanalinfo. Und das ist jetzt die Ansicht mit Übersicht und die würde ich dir auch empfehlen, egal woher du jetzt kommst, ob du direkt über ein Video hierher gekommen bist oder was auch immer. Wenn du auf Übersicht klickst, dann hast du schon die wichtigsten Playlists aufgelistet zur Thematik von Human Design, von Magic Moments, von Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, es beginnt mit Begriffe begreifen, das ist jetzt so mehr oder weniger der letzte Bereich, den ich angelegt habe. Das heißt, Human Design Begriffe begreifen. Was ist ein Chart? Was sind Typen? Was sind Profile? Da gibt es aus meiner Sicht relativ kurze Videos. Normalerweise rede ich viel mehr. Dann haben wir Human Design Basics. Da geht es vor allem um klassisches Human Design System. Also um die Begrifflichkeiten von Nicht-Selbst, von Autoritäten, von Strategien und, und. Dann haben wir das vorletzte große Projekt von mir, Zentren und Kanäle und Tore. Das heißt, du hast bezogen auf das jeweilige Zentrum dann die Kanäle, die von dort weitergehen. Wobei ich eben auch zum Beispiel unterscheide bei Wurzelzentrum, Wurzel rauf zu Sakralzentrum, Wurzelzentrum zu Milzzentrum, Wurzelzentrum zu Emotionalzentrum und, und. Das heißt, hier hast du detailliert auch immer die Kanäle und Tore beschrieben. Dann habe ich ein paar Sachen mit Human Design Praxisbeispiele. Da werden noch einige dazukommen. Das ist immer so zwischendurch, wenn ich eine große Serie abgeschlossen habe, dann gönne ich mir wieder ein, zwei so Praxisbeispiele, bevor ich wieder irgendetwas Neues anfange. Das heißt, diese Playlist besteht jetzt zurzeit aus 5 Videos. Aber wie gesagt, da kommt sicher noch was dazu. Dann habe ich allgemeine Videos zu Human Design seit 2021, wo es auch darum geht, die Unterschiede Human Design System, also klassisches Human Design System und 64 Keys. Dann gibt es etwas für Fortgeschrittene. Das heißt, ich habe hier dann jetzt noch Inkarnationskreuze und Zyklen im Human Design und auch Below the Lines. Das heißt, das ist dann unterhalb der Linien. Da geht es um Farben, um Töne, da geht es um förderliche Umgebung, förderliche Ernährung, Sichtweise, Motivation und diese ganzen Dinge. Beziehungsweise, also dieses Below the Lines nennt man auch die Variablen. Und ich habe es in Gruppen auf Facebook immer wieder gehört, was ist mit diesen 4 Pfeilen beim Kopf? Das heißt, diese Variablen sind eben auch die 4 Pfeile beim Kopf. Dann Persönlichkeitsentwicklung allgemein. Da habe ich dann auch einiges aus langjähriger Erfahrung von wegen Blockaden lösen, Limitierung, Pippi Langstrumpf-Syndrom im Gegensatz zu Don Quixote und, und. Und dann auch noch ein paar Videos zu Denkmodellen in der Persönlichkeitsentwicklung. Vor allem voran eben die Entwicklungsstufen nach G.R.W. Graves beziehungsweise Spiral Dynamics. Alles, was mit Drama-Dynamiken, mit Drama-Dreieck und so zu tun hat. Und auch, was ich da jetzt schon habe, ist das Vier-Ohren-Modell von Friedrich Schulz von Thun. Da werden auch im Laufe der Zeit immer wieder welche dazukommen. Das heißt, wenn ich gerade ein Projekt starte, dann
beschäftige mich auch schließlich mit diesem Projekt und dazwischen dann immer zur Entspannung kommen dann eben Videos in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung. Was es dann auch noch zu finden gibt, sind magische Momente kreieren mit Huna und Human Design. Huna ist der hawaiianische Schamanismus, beziehungsweise ist irgendwie so die Philosophie, nach der ich lebe, weil ich die sieben Prinzipien von Huna liebe und auch das Zusammenspiel zwischen den Bewusstseinsebenen mich fasziniert hat, dass ich damals sogar ein Buch darüber geschrieben hat, nämlich Mein Freund Q, den Zusammenhang von Huna und NLP. Und es ist etwas, was überall in meine Arbeiten reinfließt und wo es auch in Kürze dann wirklich einen eigenen Workshop darüber geben wird. Für mich ist Human Design so dieses, das Buch, in dem ich lese. Aber Huna ist dann das, was mir bei der Umsetzung hilft. Also ich liebe Human Design, aber mit Human Design alleine kann ich jetzt mein Leben nicht unbedingt verändern. Dazu gehört mehr. Dazu gehört auch eben das Bewusstsein über das Zusammenspiel vom Unbewussten und vom wirklichen Bewusstsein. Und was kann ich tun, damit ich wirklich dorthin komme, wo ich hin will? Also da geht es dann um die praktische Umsetzung im Endeffekt. Da wird es dann, wie gesagt, einen eigenen Workshop geben. Und dann gibt es hier jetzt noch auf den Playlists, auf der Übersicht gibt es noch einen Bereich Scannerpersönlichkeiten. Das ist Scannerpersönlichkeit nach Barbara Scheer. Das heißt, ich bin Scannerpersönlichkeit. Ich beschäftige mich auch schon einige Zeit mit dieser Thematik und vor allem auch mit dieser Thematik in Zusammenhang mit Human Design. Das heißt, so grob gesagt, vermute ich, dass viele der zyklischen Scanner mehrere Definitionsbereiche oder eben Splits haben gemäß Human Design und dass die Sequenzscanner eher sakral, ziemlich, also sakral definierte Typen sind mit vielen offenen und oder unbewusst definierten Zentren und von daher eben quirliger und immer wieder was Neues brauchen. Was du dann hier auch noch findest in der Übersicht, ist der Workshop von 2019. Das heißt, das war der erste Workshop, den ich gemacht habe, wo es eben auch so um die Basics und Typen und Profile geht, aber die Qualität davon Ton und so nicht allzu gut ist. Das heißt, ich habe es aber reingestellt, weil du trotzdem nachschauen, nachlesen kannst. Es ist ja noch immer aktuell, es hat sich ja nicht wirklich etwas geändert von den Thematiken her. Das heißt, das ist jetzt die Übersicht über die Übersicht, was du an Playlists hier schon angezeigt bekommst. Solltest du mehr Playlists sehen wollen, unter Playlists gibt es dann alle. Das heißt, dort findest du dann auch welche zu Bilderall, zu Mailingpost, zu Cheetah, was auch immer. Das ist dann dieses, womit ich umsetze. Das ist diese Online-Plattform, mit der ich meine E-Learning-Workshops erstelle, konzipiere und eben auch E-Mail-Marketing und so mache. Das heißt, es gibt viel mehr Playlists noch als die, die jetzt auf der Übersicht stehen, aber ich kann eben nur 12 auf die Übersicht stellen. Wenn du die letzten Videos dir anschauen möchtest, unter Videos ist dann eben die chronologische Zusammenfassung. Hier könntest du auch umstellen auf beliebte Videos, also ich habe kürzlich hochgeladen, eingestellt jetzt, du kannst auch auf beliebte Videos, da siehst du dann eine andere Reihenfolge, nämlich die, die am häufigsten angeschaut wurden und werden. Aber wie gesagt, unter kürzlich hochgeladen hast du dann immer die aktuellsten. Wenn du am Laufenden bleiben möchtest, würde ich dir empfehlen, den Kanal zu abonnieren. Und auch die Glocke einzuschalten, weil dann wirst du über jedes Video, das ich hochlade, informiert. Es gibt seit ungefähr einem Jahr eigentlich nur mehr Videos zu Human Design und Magic Moments und so. Also zu Bilderall, Cheetah, Mailingpost gibt es nur die, die jetzt schon über ein Jahr alt sind. Also ich habe auch nicht vor, in nächster Zeit da viel mehr zu machen, weil so viele Videos auf den Markt kommen. Da will ich jetzt nicht auch noch mitmischen, weil mir geht es eben um Human Design, mir geht es um Magic Moments, um Persönlichkeitsentwicklung und eben, wie kann ich mir das Leben erleichtern, beziehungsweise wie könntest du dir dein Leben auch noch erleichtern? Was da jetzt noch dazugehört zum Leben erleichtern, wäre jetzt auch
Es gibt seit kurzem, seit circa 2, 3 Monaten, gibt es ein eigenes Diskussionsforum zu den Thematiken auch des Kanals. Das heißt, ich schalte kurz mal rüber ins Forum. Du hast hier Human Design für Einsteiger, Human Design für Fortgeschrittene. Kreiere dir deine eigenen magischen Momente, eben auch wieder Huna und Human Design. Dann Persönlichkeitsentwicklung. Und hier habe ich spezielle Bereiche auch angelegt, festgelegt, wo wir uns mit Scanner-Persönlichkeiten nach Barbara Scheer in einem eigenen Unterforum beschäftigen. Also ich klicke da mal hin, damit du einen Überblick bekommst, was es alles zu finden gibt. Das heißt, hier hast du angepinnt oben den aktuellen Stand der Studie, dann die Videos zum Thema, die du auch auf dem YouTube-Kanal findest. Das heißt, ich werde es auch hier immer wieder zusammenfassen, wenn was dazu kommt. Und dann eben unterschiedliche Thematiken, wo ich hier jetzt eigene Beiträge geschrieben habe. Und was du im Forum auch findest, ist ein eigener Bereich über toxische Beziehungen, eben speziell Narzissmus und Flying Monkeys und infolge davon auch Mobbing und Stalking. Auch aus eigener Betroffenheit von wegen verdeckt narzisstische Mutter und einige narzisstische Partner in mein Leben gezogen und eben auch viele Videos im Internet gefunden, wo ich dann auch immer von meiner persönlichen Sicht und meiner persönlichen Erfahrung immer wieder was dazu schreibe und wo wir uns auch darüber austauschen können. Das heißt, es gibt im Forum allerdings auch zwei unterschiedliche Bereiche. Das heißt, ich habe nach Allgemeines siehst du nur für registrierte Mitglieder und bei Human Design für Fortgeschrittene hast du auch nur für registrierte Mitglieder. Das heißt, ich möchte da jetzt nicht, dass jeder mitlesen kann, weil da geht es auch darum, dass manche Leute dann das Chart einstellen und sagen, kannst du mir ein paar Worte dazu sagen? Und das muss jetzt nicht jeder sehen, der es nicht mal der Mühe wert findet, dass er sich registriert. Das heißt, diese Bereiche sind eben geschlossen, die können keine Gäste sehen, aber jeder, der sich im Forum registriert, was ganz einfach ist, kann dann auch dort mitlesen und sich dort einbringen. Kommen wir zurück zum YouTube-Kanal. Ich schalte jetzt einfach wieder um eben auf den YouTube-Kanal. Wie gesagt, Übersicht und bei Übersicht hast du dann immer die aktuellsten Dinge drinnen zusammengefasst zu Themenkomplexen. Es gibt dann auch noch Blog und, aber das verlinke ich dir alles hier in den Komment in diesem, wo steht mehr über, findest du dann alle Details, wo du was von mir findest. Und in diesem Sinn jetzt mal viel Spaß beim mal durchschauen, beim Reinhören. Und ich freue mich, wie gesagt, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt bei den einzelnen Videos, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du die Glocke einschaltest. Und ich melde mich demnächst wieder. Ciao, Baba. Bis bald mal.